Ah, die Ego-Perspektive hat schon so ihre Vorteile, ne? Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 auf dem PC. Beim letzten Mal haben wir die große Beute eingefahren. Wir haben den ersten Raubüberfall gemacht, den Juwelen-Raub-Dings bei Vangelico. Und haben auch eine gute Beute geholt von 4,6 Millionen oder sowas. Ich glaube, Maximum sind 4,9 oder so. Also wir haben fast Maximum geholt. Das war echt eine gute Sache. Und dementsprechend hat jetzt nicht nur Franklin Kohle, sondern auch Michael über 1 Million. Joa, und wir sind dementsprechend bei 16% Vervollständigung angekommen von unseren 100%. Ist aber immer noch ein weiter Weg bis zu den 100, insofern weiter geht's. Und wir machen einfach mal die nächste Mission mit Franklin bei Michael. Vorher speichere ich nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. So, und los geht's. Schauen wir mal, was Michael für uns hat. Hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did it. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Yeah, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, pushes me over, and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't leave make it, right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe. But don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cunt! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! The wheels are in motion. We gotta reach out to the rest of them. So, darf ich vorstellen, Trevor, den kennen wir ja schon und den haben wir jetzt auch wieder kennengelernt. Er stellt sich ja sehr sympathisch vor, das ist immer der Hammer. Also, viel zu krass, wie er dem Kerl einfach mal den Schädel zertrümmert. Und das ist ja der aus The Lost and Damned, wenn ich das richtig verstanden habe, aus GTA 4, aus der Erweiterung.
Ja, und wir sind mit Wade unterwegs, dem IQ-überintelligenten Streber in Sandy Shore. Oder Wade. Sandy Shores. Los geht's. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Alter, Wade ist einfach der lustigste und hirnloseste Kerl in diesem ganzen Spiel. Naja gut, der lustigste weiß ich nicht. Ich glaube, ich fand den Chinesen auf Drogen noch lustiger, aber überkrass. So, schauen wir mal, ob wir die Lost Gang hier entdecken können. Whoa, 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 whoa. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy! You mind that I fucked your old lady? Sorry! What was that? Well, what? No? No? You don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it! Denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Okay, ich würde sagen, hinterher. Back to the camp. This area ain't gonna have a biker problem much longer. Folge dem Lieferwagen. Ja, wir sind hinterher. Okay. Ah, schießen kann ich auch. So, den haben wir schon mal vom Bike runtergeholt und direkt nochmal überfahren. Sehr gut. Oh, sorry, Wade, sorry, Wade. Alles gut, alles gut. So, den ersten habe ich runtergeholt. Und jetzt den nächsten, komm. Okay, da haben wir den nächsten. Und ich glaube, der ist auch tot. So, und jetzt noch den Lieferwagen. Trevor ist so ein kranker Hurensohn, ey. Das ist mir gerade wieder bewusst geworden, ey. Man spielt ja da mit dem und irgendwann denkt man so, ja, chilliger Kerl, aber der ist einfach ein kranker Wenzo. Oh, ich habe da so ein Stück Zaun in meinem Wagen hängen. Naja, jetzt ist er weg. Okay, ich soll den Lieferwagen nicht wegballern, weil wir wollen ja, dass die uns zum Ziel führen. Ich dachte gerade, ich soll den beballern. Nee, wir sollen hinterherfahren. Und die führen uns dann zu unserer gewünschten Destination. We do this now, Ron, all of us. Lead us back. So, wir bleiben schön dran und gucken mal, wo die hinfahren. Come on, come on. Trevor Phillips, Alter, dieser Kerl. Der ist nicht normal, oder? Der ist nicht normal. Naja, ich meine, er hat ja auch einen Geist gesehen, ne? Wenn man Geister sieht, dann kann man schon mal überreagieren, oder? Okay, was haben wir denn? Wir haben eine Schrotflinte, das ist schon mal gut. Damit kann man doch was anfangen. Oder wir nehmen einfach die Pistole, mit der können wir noch mehr anfangen. Headshot! So, das ist natürlich am PC viel einfacher. Ich weiß noch, dass ich auf der PlayStation damals so ein bisschen
Probleme hatte mit dem Schießen, weil die ja doch auch Schaden machen und so und weil man nicht so gut zielen kann, aber am PC ist das Ganze richtig schön easy. Headshot, so, wo ist noch einer? Da ist einer, aber den haben wir. Okay, da hinten war noch irgendwo einer. Erledige die Biker, ja, ich bin dabei. Okay, jetzt kommt gerade einer und schießt von hinten. So, den haben wir auch. Wo ist noch einer, hä? Ich höre die auf mich ballern, aber ich sehe sie nicht. Den habe ich gesehen. So, da hinten sind aber noch mehr. Na gut, ich weiß halt nicht, wie es mit der Schrotflinte ist. Wir wollen ja aus der Distanz nicht mit der Schrotflinte ballern. Oh, den aber schön von seinem Bike runtergeholt. Nice, okay. Bam, Junge. Ins Gesicht. Ich hoffe, das tat weh. Okay, da hinten sind noch welche. Dann machen wir doch mal ein bisschen Amok hier. Boots, Boots, Boots. Wer will noch, hä? Jungs, Mädels, kommt ruhig alle her. Oh, die laufen weg. Och, kommt schon. Ich habe gerade erst angefangen, Spaß zu haben. Bleib doch hier, Kollege. Alles gut. Ich kümmere mich nur um dich. Na, hier hinten war noch irgendwo einer. Der versteckt sich aber. Ich glaube, der hat Angst vor uns. Na gut, dann gehe ich halt wieder zurück. Wenn die halt alle Angst vor mir haben, dann gehe ich wieder zurück zu Wade, dem oberschwachen Arten. Aber hier haben wir ordentlich aufgeräumt. Wade ist sogar zu doof, um in den Truck zu kommen, ha? Ah, jetzt kriegt das Sinn. Na gut. So, guter Job, Jungs. Ich musste zwar alles alleine machen, aber war okay. I said go find a fucking ghost in Los Santos, alright? You looking for motivation? Oh, yeah, pick me up some sticky bombs. Okay, begib dich zu dem Wohnwagen am Fluss. Ja, das ist ja unser Zuhause. In Sandy Shores. Wenn man es denn Zuhause nennen kann, das alte Ding. We're dropping in on Ortega. He has tacos? That makes me nervous. Ah, don't be nervous, Ron. He'll be fine with the takeover. Takeover? Trevor! We don't need to. Achso, nee, wir fahren ja gar nicht zu ihm nach Hause. Stimmt, wir fahren zu den Azekas-Kerl da. Okay, stimmt. Da ist der Wohnwagen. Here he is. Let's wake him up. What? With the truck? No, come on. Ortega runs the whole county. What the fuck? Don't anymore. So, ich würde sagen, wir geben Gas, oder? Weg mit dem Wohnwagen, den braucht er doch nicht mehr. Na, Kollege, und ab geht's. Juhu! Na, noch ein bisschen weiter, komm. Noch ein bisschen weiter. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going. Saying something don't make it true. Trevor! It's only out of professional respect. They're gonna greenlight you after this. Nah, Ortega. I think he gets it. I'll go away, man, but my people... Ich glaube, wir können ihn erschießen, nur wir lassen's. Aber es ist Trevor, hallo? Und Trevor macht Folgendes. Think about it. I always let you operate. I didn't have to. He's looking at me. We was always cool. Oh, that feels better. You sure mean business, D. Ja, ich meine, es ist Trevor. Und wenn man Trevor spielt, dann spielt man auch wie Trevor. Und der ist nun mal ein kranker Hurensohn. Und insofern haben wir Ortega weggeballert und sein Business übernommen. Eine feindliche Übernahme, würde ich sagen.
Sandy Shoals gehört mir. Look at me. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity personified. You sure achieved a lot today. It was time to put my affairs in order. You going somewhere? Soon as I find that specter on the TV, Michael Townley. He's your buddy. Michael Townley. Right? You guys used to run together. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. You're catching on fast. Yeah, the fucking ghost I've been talking about. He's alive? He's walking, and he's talking. He's sticking up joints, so I guess, yeah, that makes him alive, don't it? And how you know it's him? It's his M.O., and it's the same corny shit he was spewing 10 years back. This could be a trap, Trevor. What if someone wants you to think he's alive? I was fooled when I thought he was dead. I ain't fooled now. Michael Townley lives and breathes. He's in Los Santos, and he's got some explaining to do. They could be trying to draw you out into the open. That's a conspiracy theory too far, even for you, Ronald. Get out of the car, Ron. Any time to think. Run! Ah, ich meine, Trevor ist so eine Hassliebe, ja. Einerseits kann man ihn nur hassen, weil er so ein Bastard ist, und andererseits ist er auch einfach eine coole Socke und irgendwie steht man ja auch auf ihn. So, wir sind bei Trevors Unterschlupf und können hier Fahrzeuge speichern und so ein Gedöns. Du kannst ein Spiel speichern, indem du im Bett schläfst, ja, das kennen wir ja alles, das ist ja so wie immer. Ups, direkt mal gegen die Tür getreten. Und die Mission haben wir bestanden. Und haben 70% geholt, Wohnwagen ruiniert. Ich hätte noch ein bisschen schneller sein können und mehr Headshots machen können. Und ich hätte niemanden am Leben lassen sollen. Na gut, aber ist ja okay gewesen. Wie sieht's aus bei ihm eigentlich mit der... Warte mal, erstmal, die Mission ist ja geschafft. Tattoo-Studios sind nun verfügbar. Ja, das ist gut. Da können wir uns ein paar neue Verzierungen holen. Und damit haben wir Trevor. So, Ron ruft an. Speak! You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Okay, es gibt jetzt diese Mission beim Chinesen da, beim Cheng. Und die Mission, ich erinnere mich an die, die ist der Hammer. Oder generell der Chinese ist der Hammer. Und deswegen freue ich mich da drauf. Ich würde sagen, wir fahren erst einmal zum Friseur, verpassen uns eine neue Frisur oder machen wir einen Cut. Und beim nächsten Mal fahren wir dann zum Chinesen. Aber erstmal ist hier eine optionale Mission, so ein Ereignis. Ja, was denn? Was soll ich machen? Ah, die Mission. Ja, ja, okay. Ich erinnere mich. Machen wir sofort. So. Und ich würde sagen, wir bringen die nicht zu ihrem Hotel, sondern wir bringen sie natürlich schön zum... Ja doch, wir bringen sie zum Hotel, weil der Altruistenkult ist mir gerade ein bisschen weit weg. Wir bringen die zu ihrem Hotel. Okay, wir sind mal so nett. Aber beim nächsten Mal fahren wir dann zum Altruistenkult, wenn wir hier welche haben. Aber die fahren wir jetzt mal wirklich dahin, wo sie hinwollen. Normalerweise kann man die ja zu diesen, zu dieser Sekte in den Bergen bringen und dann fressen die auf oder so. Das sind ja irgendwie so Kannibalen oder sowas. Oh, you so bad. Oh, that tickles, Abby. Yeah, you like that? Just wait till we get back to the hotel. I'm gonna get medieval on those puppies. Könnt ihr bitte aufhören, da hinten rumzuknutschen? Ich mag das nicht. Und dann machen wir beim nächsten Mal auch schön die Mission bei Cheng. Shift that sweet little ass over here. Let the wolf see the rabbit. You smell like cigarette and buffalo wings. It's making me so horny. Come on. Give me a slice of that giblet pie. Ah, die Ego-Perspektive hat schon so ihre Vorteile, ne? Wir können schön nach hinten schauen. Ja gut, so sieht man ja auch, was passiert. Die sind da schön am Knattern hinten in unserem Wagen. Wow, okay, man, it's cool. Trevor hat doch nur angeboten mitzumachen. So, da wären wir. Bitteschön, ich habe euch abgeliefert.
unfinished business to attend to. Smells like fish mom. Ah, Trevor hat sogar auch ein bisschen Geld. 108.000 hat er und wir haben gerade 40 Dollar dafür bekommen, dass wir ihn nach Hause gefahren haben. Also beim nächsten Mal geht's mal zum Friseur und dann würde ich sagen, machen wir die Mission bei Cheng. Ich hab Bock drauf. Schaltet wieder ein bei GTA 5. Ich bin raus, euer Wale. Bis dahin. Bye, bye. Tja, Chance vertan, mein Lieber. Hat er keine Mailbox? Sonst könnte ich wenigstens auf die Mailbox quatschen. Wir klingeln den jetzt aus dem Bett. Geh ran jetzt, Christian. Raus aus dem Bett. Ist schon fast 12.